Findest du die Lederjacke wirklich so cool? Wieso meinst du? Weil du sie die ganze Zeit so fasziniert anschaust. Es ist nicht die Jacke, mehr was drin ist. Wie sie gefüttert ist. Noch weiter rein. Sonderliebli. Dann kommt der Magen und schon sind wir hinten wieder draußen. Gott, sieht der gut aus. Von Mal zu Mal besser. Das sag ich mir auch, wenn ich nach dem vierten Bier in den Spiegel schaue. Als er mir vor 3 Wochen mal das Kundenkärtchen gegeben hat, haben sich unsere Hemd berührt. Paolo. Du schmachtest den Paolo seit Wochen heimlich an. Ich habe eine brillante Idee. Quatsch ihn doch einfach mal an. Ach, ich? Kommst du auf die Idee, dass mich der pubertierende Lederjockel interessiert? Ist doch alles kein Problem. Wenn er den Film umgibt, sagst du, ist das Video gut gewesen und schon kommst du ins Gespräch. Ist das nicht zu einfach? Kannst du ja noch einen Kopfstand machen. Okay, ich probier's. Der geht zurück und dann nehme ich neu. Ist er gut gewesen? Wer? Das Video. Das ist ein DVD. 5 Stutz, oder? Klar ist das. Wie kann man nur? Das ist jetzt wirklich. Also. Bitte. Also, ein schöner. Nein, ich habe es verpatzt. Ist ja nichts passiert. Außer, dass er jetzt meint, du seist nicht ganz bache. Er wirkt auf mich wie eine Angina. Mir verschnürt es den Hals und ich bringe kein vernünftiges Wort mehr raus. Wenn er das nächste Mal kommt, nimmst du vorher ein Hustenzelt. Ciao, Angina. Angie. Sorry zusammen, ist der Max schon da? Steht da jemand neben mir und hält einen Vortrag über Betriebsökonomie? Dann ist er noch nicht da. Wollt ihr essen? Ich habe gemeint, der Babs hätte ein Vorstellungsgespräch gehabt. Was hat es miteinander zu tun? Nachher verschlägt es ihm vor lauter Frust immer den Appetit. Er meint, jetzt mal klappt es sicher. So optimistisch hat er noch selten getönt. Er versteckt seinen Optimismus aber keinem gut. Babs, hast du fest Hunger? Ich weiß nie mehr. Betriebsleiter in der Kasse und Kirche mehr. Die 57. erfolglose Bewerbung. Ist das weit weg vom Weltrekord? Dann kämst du am Fernsehen und wärst berühmt. Ich krieg den Anschluss verpasst, sagt sie, ja, zahlt. Darf ich dir einen guten Rat geben? Als Liz Taylor in einer ähnlichen Lage war, hat sie sich liften lassen. Ehrlich, schwierig. Schatz, es tut mir wirklich leid. Das nächste Mal klappt es garantiert. Es wird kein nächstes Mal mehr geben. Meine Zeit ist abgelaufen. Auch die Dinosaurier haben das mal eingesehen. Du willst aufgeben? Angela, ich ernenne dich offiziell zum Familienernährer. Ab sofort kümmere mich nur um den Haushalt und die Familie. Welche Familie? Die einzigen, die tagsüber die heim sind, sind die Mäuse im Keller. Sag ich halt für dich. Max, der Manager, ist tot. Ab sofort bin ich nur noch Hausfrau. Max? Schlafst nicht, oder? Schlafst sicher nicht, oder? Schlafst ganz sicher nicht, oder? Ab Ferien, ich kann nicht einmal in Ruhe ein Mittagsschläfchen machen. Am Morgen um 10 Uhr? Ich bin nicht mehr so terminfixiert wie früher. Ich liege jetzt einfach an, wenn ich Lust habe. Ohne, dass ich es vorne in Organizer eintrage. Du ohne Organizer, das ist wie wenn man im James Bond seine Girls wegnimmt. Ich nehme jetzt alles viel lockerer. Ich habe keine Lust, mit mir abzustrampeln wie ein Goldhamster im Laufrädchen. Ich habe mal gelesen, die machen das hure gern. Nur solange du ihnen kein Sofa in den Käfig stellst. Das ist gar nicht, wie schön das da ist. Den ganzen Tag rumhängen. Für mich kommt nur noch ein Wappentier in Frage. Das Faultier. Weißt du, Erich, früher noch. Wo du noch nicht Faultier warst, sondern ein Goldhamster. Da habe ich um die Zeit eine Stellenanzeige gelesen, Bewerbungen geschrieben, umtelefoniert. Fertig, lustig. Jetzt mache ich nur noch eins. Nicht. Aber Hausfrauen haben doch einen Wahnsinnsstress. Einkaufen, kochen, putzen, glätten. Alles spätestens um 9 Uhr erledigt. Zur Abend erzählst du natürlich, dass du fast zu Tode geschuftet hast.
gar nicht gewusst, dass Hausfrauen so Leukeiben sind. Und was machst du jetzt mit deiner neuen Freizeit? Gute Frage. Was machen eigentlich die anderen Hausfrauen den ganzen Tag? Was echt? Hocken vor dem Fernseher und gaffen Talkshows, Quizsendungen und Soaps, bis viereckige Augen haben. So sage ich wie Marienhof und Lütti und Blanc mit all den ausrangierten Sitcom-Schauspielern. Nur so etwas schauen, ist wirklich zu bedauern. Das kannst du laut sagen. Ich habe ein paar DVD vergessen. Hast du die neu gesehen? Ja. Bis heute Abend. Und die Finger weg von der Fernbedienung. Bin doch nicht blöd. Ich noch früher die Hölze, als dass ich meine Anzeige von diesen dämlichen Talkshows hineinziehe. Vom eigenen Mann verloren, weil sie zu dick ist. Die arme Frau. Wie tapfer sie damit umgeht. Ich bin bei dir, Franziska. Ich und Millionen andere Hausfrauen. Mist schon wieder Werbung. Ich liebe den Hund meiner Nachbarin. Das ist gut, das muss ich schauen. Schatz, hätte ich gerne nicht erwartet zum Mittag. Zum Mittag? Es ist halb sechs. Schon. Fragt, wie die Zeit vergeht, wenn man beschäftigt ist. Beschäftigt mit was, bitte? Weißt du, wie schwierig das ist, sich zu verpflegen, wenn man nicht vom Fernseher weg kann? Und das Bissle ist? Wichtig ist vor allem, dass immer alles bequem in Reichweite ist. Und dass man das Futter alle Stunde auf die andere Seite tut. Wieso? Weil du immer die gleiche Hand nimmst, gibt's einen Tennisarm. Das darf doch nicht wahr sein. Max, wie lange hängst du schon umeinander? Exakt seit der Bärbel Schläfer schon. Und sagt eben nicht umhängen. Du hast keine Ahnung, wie schwierig das ist, aus rund 50 Talkshows die richtigen auszulesen. Sehe ich das richtig? Währenddem ich krampfe wie blöd, schaust du den ganzen Tag an so Talkshows, von morgen bis am Abend um 6 Uhr. Das war ein rechter Stress gewesen. Darum habe ich zum Ausgleich ein Hobby zugelegt. Lies mir mit deinen zwei linken Händen. Bei meiner Lebenserwartung kann ich noch etwa 30 Jahre, um mir alle Finesse beibringen. Und was gibt das? Eine kleine Decke für dein Platz auf dem Sofa warm zu behalten? Ein Pulli, ein Socken. Muss man sich dann immer auf ein Ziel festlegen? Es ist nur, weil ein Socken mit zwei Ärmeln irgendwie komisch aussieht. Fangt man eben noch mal von vorne an. Irgendwann kommt schon etwas Tragbares raus. Ich werde wahnsinnig. Sag mir lieber, was es zur Nacht gibt. Fertig, Pizza. Ich habe keine Zeit zum Kochen. Auf Kabel 2 kommt nach Marienhof eine Sendung, die ich auf keinen Fall verpassen darf. Das Kochduell. Ich glaube es nicht. Ich habe einen harten Tag mit dem Fies, wie mir brummt der Kopf. Da haben sie heute im Hans Meister gehabt. Hilfe, meine Migräne bringt mich um. Max, ab in die Küche! Schrei mich nicht immer an. Da ist morgen in der Franziska Geissen Show. Wir schon weg. Was ist das jetzt wieder? Ein Fernseher in der Küche, ist jetzt völlig durch. So verpasse ich nicht. Unglaublich. Tanja hat einen unehelichen Sohn von einem katholischen Pfarrer. Und seit wann lesest du so Kabis? Weiss. Adel aktuell ist besser. Aber es kommt erst morgen. Und übermorgen Prinzenpost. Hast du gewusst, dass der Prinz Charles Pille gegen Horusfall nimmt? Wird er nicht euch etwas verschreiben? Gegen chronische Verblödung? Nicht vortrühren. Über was soll ich sonst morgen im Kopf an der Kasse mit anderen Hausfrauen reden? Was ist das? Ein Bewerbungsdossier? Ein Relikt aus vergangenen Zeiten, wo ich noch Ambitionen hatte. Ich kann schnumme. Jetzt stinkt Caroline von Monaco nach verfaulten Bananen. Mörgeli AG, Familienunternehmen, Fertigmahlzeiten für Grosskantine, suchen einen Direktor, diplomatisch, müssen ein gutes Arbeitsklima schaffen. Max, das wäre ideal für dich. Was sagt euch der Anja ihren Mann, wenn er da erfährt? Der ist auch Pfarrer, aber reformiert. Lass mir zu. Wieso zum Teufel hast du dich nicht beworben?
Schon vergessen. Ich bin wie ein Lift mit einem Teffel dran. Außer Betrieb. Ich halte es nicht aus. Ich befehle dir, dich für die Stelle zu bewerben, aber subito. Subito? Gibt's nicht mehr in meinem Wortschatz. Neu heisst das manjana manjana. Ich bin kaputt. Zum Glück haben wir noch einen dritten Fernseher. Mami, was ist los? Dein Vater. Er könnte sich für eine tolle Stelle bewerben. Aber nein, er hängt den ganzen Tag sinnlos umeinander. Cool, mein alter Herr. Ich finde das natürlich total daneben. Mörgeli tönt ziemlich verschnarcht. Also genau passend für den Max. Das ist eine fixfertige Bewerbung. Wir müssen nur noch Briefmarken draufkleben. Kathrin, das ist eine super Idee. Was? Ich schicke die Bewerbung selber ab. Machen wir ein fait accompli. Wieso geht sie jetzt? Ich habe gemeint, sie zaubere husch ein fait accompli auf den Tisch. Erich, das ist nichts zum Essen. Komischer Name für ein Getränk. Schon ein blöd, dass du mir heute wieder ausgeholfen hast. Wo der Paolo doch gar nicht gekommen ist. Doch, er ist, wo kurz auf dem WC war. Und? Vielleicht ist es ja gar keine gute Idee, nachzuquatschen. Vielleicht ist es total das Weichei. Ein 3-Minuten-Ei in einer Lederjacke. Wenn ich mehr über ihn wüsste, würde ich sicher eher wagen. Du musst ja nur den Film analysieren, den er ausgelehnt hat. Das sagt grausam viel über eine Person aus. Echt? Mensch, jemand Delian würde sich Mary Poppins auslehnen. Die holt so Sachen wie Aliens, wo eine Powerfrau hunderte von Weltraummonstern abknallt. Männliche Weltraummonster? Würdest du mir mit dem Paolo helfen? Ich drücke die Liste aus von dem Film, den er geholt hat. Und dann sagt er alles über ihn. Hobby, Familienverhältnis, IQ, Blutgruppe. Cool. Kannst du mir das sagen, über gut geküsst? Das alles in nur 4 Tagen. Das ist wahnsinnig. Hast recht, du bist wirklich wahnsinnig. Weil übrigens niemand in der Verwandtschaft, der 3 Arme hat. Mach ich halt noch mal einen Ärmel. Und schenke es am Schäfer von meinen Eltern. Leg die Lismen da weg, ich muss mit dir reden. Nicht Fernsehen schauen. Auch kein Buch. Das Herz einer Hausfrau von Barbara Cartland. Gott. Handelt von einer Gräfin, die als Dienstmeidli arbeiten muss und sich in ihre Herrschaft verliebt. Meinst du, er findet raus, wer sie wirklich ist? Ich drehe durch. Lieber Gott, mach, dass die Bewerbung ein Erfolg ist. Bewerbung? Such das Dienstmeidli neue Stelle. Du siehst eine, du weißt es nur noch nicht. Weißt du das Bewerbungsdossier, das du weggegeben hast? Für den Mörgeli. Ich habe es heimlich. Ich mache auf. Wer redet ihr? Wer ist der Mörgeli und wo ist die blaue Wolle? Im Garten? Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Frau Brugger. Gleichfalls, Herr Mörgeli. Der Herr Mörgeli von der Mörgeli AG. Ja, wissen Sie, die Bewerbung, das ist einmalig. He? Und darum, wenn ich denke, ich komme gerade mal spontan vorbei und mache Nägel mit Köpfen. Ist er rum? He? Nein. Ja. Oh Gott, wenn ihm der Oleg da innen platzt. Wer? Ich habe nur gedacht, will er nicht absitzen? Max? Ja, wissen Sie, ich bin ja sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Was ich eben suche, das ist ein Topmanager, der jede Situation souverän meistert. Gib die Wolle an, du Scheisskopf! Wollt ihr nicht einen Orangensaft? Nein, lieber ein Mineralwasser. Ja, was wir brauchen, das ist jemand, der gut argumentiert und sich gepflegt ausdrückt. Das ist jetzt wirklich eine grosse Stärke von meinem Mann. Das ist nicht zum Spielen, du ranziger, stinkender Flohhaufen! Ein Mineralwasser? Ja, und dann muss er Autorität haben. Also, das heisst, was er sagt, das muss sofort und gern befolgt werden. Bus, 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 stopp bleiben, tell ihn mal! Ja, gut, und dann ist er natürlich ein Winner, der jede Verhandlung gönnt. Dann nimm doch die Scheisswolle, du Mistviech! Gott verdeckel, wenn Flückiger aus ihrer Katze nicht endlich Kalle stutzt, greife ich selber zur Beißzange.
Du hast Besuch. Wer ist der Penner da? Das ist... Entschuldigung, wie blöd von mir. Ja, schon gut, schon gut. Ich kann selber ausputzen. Wo ist die Toilette? Gerade linker Seite. Aber der Herr Brucker kommt noch, hä? Wieso? Ich bin doch der... Hey, ist das ein neuer Tick von dir? Männer zu begrüßen. Sei froh, dass er es nur über den Kopf hat gelesen. Max, los zu. Das ist der Herr Mörgeli. Ich habe deine Bewerbung geschickt. Du redest nachher mit ihm und machst eine gute Falle, klar? Angela, nein, die Zeiten sind vorbei. Wenn du das verbockst, rede nie mehr ein Wort mit dir. Mach es halt wie der Prinz Charles und rede mit meinen Pflanzen. Sex, kannst du vergessen. Das ewige Fernsehschauen tötet Trieb sowieso ab. Max, bitte. Ich will den Mann zurück, den ich geliebt und respektiert habe. Weil er nie aufgegeben und den Mut hat verloren. Nie gebe ich die Hoffnung auf, dass das Dienstmeidli das Glück findet. Du zwingst mich zum Äußersten. Ich erzähle alles der Elian. Damit die sich kugeln von Lachen. Ist mir doch scheißegal. Gerade gestern hast du gesagt, dass du in so einer Situation sowieso Elend würdest versagen. Ich könnte mich dem Mörgel jederzeit als Topmanager verkaufen. Trotz dieser Hausfrauenkluft. Der hätte schneller von meinen Fähigkeiten überzeugt, als ein Souffle zusammengehalten. Wenn du das schaffst, das würde ich Elian umbringen. Also gut. Ich gebe dir eine kleine Demo, wie ein Spitzenmanager so eine Krise meistert. Das heisst aber nicht, dass ich mich bewerbe. Ich verstehe. Er kommt zurück. Herr Mörgeli, ich bin der Max Brucker. Sie werden sich sicher über meinen Aufzug wundern. Ja, allerdings. Die Lismete, die Latschen. Ich kann natürlich alles erklären. Ja, ich warte. Was ich sagen will, ist Folgendes. Kennen Sie schon den vom Stahlboss, der in die Höhe kommt? Ja, und dort alle Öfen stillen. Genau. Sie stellen sich also die Frage, was produziert die Firma eigentlich? Fertig, Mahlzeiten. Dürre ist unser Gespräch bis dahin kurz zusammenfassen. Sie wundern sich also über meine Anlegung und produzieren fertig Mahlzeiten. Ja. Hoch wie die Zeit vergeht, wenn man so intensiv diskutiert. Herr Brucker, also ich glaube einfach. Ich hasse. Was ist das Problem der meisten Manager, Herr Mörgeli? Sitzen im Elfenbeinturm und haben den Bezug zu ihren Kunden verloren. Ja, das stimmt allerdings, ja. Darum habe ich gedacht, es wäre die ideale Vorbereitung für den Job, wenn ich mich vorübergehend selber in eine Hausfrau verwandle. Das ist ein interessanter Ansatz, hä? Zum herauszufinden, was Hausfrauen im Innersten bewegt. Wie sie denken, fühlen und handeln. Ja, das ist genial. Das ist genau die unorthodoxe Art, die ich von Top-Leuten wie Ihnen erwarte. Top-Leute wie mir? Ja, also Ihre Einstellung gefällt mir. Sehr sogar. He? Ja, also ich melde mich telefonisch wieder. Spätestens morgen. Auf Wiedersehen, Herr Brucker. Frau Brucker. Wiedersehen, Herr Mörgeli. Ja. Schatz, du hast es geschafft. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Angela. Es scheint, dass ich wieder im Rennen bin. Erich, hast du wegen Paolo schon etwas machen? Voilà. Die Liste mit allen 37 Filmen, die er bis letzte Woche ausgerinnt hat. Hey, coole Fan für den James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch einer von meinen Lieblingsfilmen. Echt? Logo, ich weiss meistens auch nicht, was ich mache. Easy Rider. Gib Gummibaby. Das heisst, er steht auf Töff, genau wie du. Er ist cool, liebt Freiheit, lässt sich nichts sagen und schaut Teletubbies. Was? Die hat er sicher für seine kleine Schwester geholt. Finde ich lieb, dass er sich so um sie kümmert und ihren Film mitbringt wie die 10 Gebote. Wahrscheinlich sind seine Eltern radikale Katholiken. Den Bibelfilm hat er die Heimen als Dani glauben liegen, dass sie nicht merken, was für ein Rebeller ist. Mensch, ist ja nicht so wichtig. Sag mir lieber, ob er eine Freundin hat. Schwierig, schwierig. Vielleicht müssen wir mal checken, was er nicht ausgelehnt hat. Dirty Dancing fehlt, Pretty Woman fehlt. Ja, und was heisst das? Dass er kein Julia Roberts Fan ist.
Was noch? Das sind alles Filme, wo sich meistens Bärli auslehnen. Die Filme fehlen, folglich hat er keine Freundin. Hundertprozentig sicher. Kathrin, andere lesen in den Händen, ich in sonnigen Listen. Meinst du, das sei weniger seriös? Er hat keine Freundin. Wow. Wenn du es richtig anpackst, spielen ihr bald zusammen in einem Film. Und der heisst Love Story. Achtung, da ist er. Der geht dir in den Schoß wie ein reifen Äpfel. Oh ja. Du kannst ihn pflücken, es ist Beerezeit. Ich schnapp mir ihn. Wenn du ein Fuchs wärst und er eine Traube, wieso habe ich plötzlich so Lust auf Fruchtsalat? Kommt. Ciao zusammen. Nur einen zurück. Kein neuer heute? Nein. Nur einen Moment, bitte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kathrin, komm mal. Ja, ich geh's noch. Ich muss es ist wichtig. Auf der Enterprise würde der Captain sagen, Alarmstufe rot. Der hat rausgelehnt, wo ich nicht rum war, oder? Kurz auf dem Häusli war, bist. Wieso? Ich hab doch gesagt, er hat keine Freundin. Ich weiss jetzt auch warum. Weil er sich für mich aufgespart hat. Wie soll er das beibringen? Das ist ein Kostümfilm. Eine Operette. Männer, die sich so etwas reinziehen, sind meistens homosexuell. Bist du sicher? Hundertprozentig? Für das lege ich meine Hand ins Feuer. Deine gerade auch. Oh nein. Ich bin im Lager und häng mich auf. Es tut mir wirklich leid, Kathrin. So, da wären wir wieder. Hat dir der Film gefallen? Mit all diesen singenden Männern? Ihren prächtigen Räuschen? Keine Ahnung, ich habe gar nicht geschaut. Wie? Genauso wenig wie alle anderen, die ich mir ausgelegt habe. Kapiere ich nicht. Ich bin ja nicht wegen dem Film dahergekommen. Sondern? Etwa wegen mir? Seich. Denk wegen der Blonden von vorher. Wegen der Kathrin? Du hast wahllos irgendwelche Filme ausgelehnt, weil sie hast wollen kennenlernen. Ja, aber ich habe mich nie richtig getraut, sie anzuquatschen. Die hat sicher einen festen Freund. Nicht, dass ich wüsste. Deine Chancen sind voll intakt. Sehr intakt sogar. Man könnte fast sagen, wenn sie ein Epiri wären. Vergiss es. Seit gestern interessiert mich Kathrin nicht mehr. Was? Wieso? Ich gehe seit einer Woche in den neuen CD-Shop. Die Stifte. Die ist voll von mir abgefahren. Ja, ich habe nichts gecheckt, bis sie mich gestern plötzlich angequatscht hat. Gewisse Frauen können einfach nicht ruhig sein. Jetzt sind wir zusammen. Sie ist rot geworden wie eine Tomate und hat rumgestottert. Aber wenigstens hat sie den Mut gehabt. So, ich muss. Einen schönen. Ciao. Kathrin, immer gut drauf? Wie kannst du nur? Ich kann dir seine Blutgruppe sagen. Ich garantiere keine Freundin. Ganz wild auf mich, wie ein Riffleppbeere. Ich hab Spatzen schmeißen, falls du mal heiratest. Oh, Babs, Mami. Hey, Babs, nicht mit dem Schlabberlook. Der neue Direktor von der Mörgeli AG kann doch nicht mit dem Trainer umeinander laufen. Heißt das, du hast den Job? Noch nicht definitiv. Aber es sieht sehr gut aus. Da ist er. Er hat gesagt, er läutet heute noch an. Poco. Grüezi, Mörgeli. Genau. Der Job sollte jemand rüberkommen, der sich mit Hausfrauen auskennt. Am besten jemand, der schon im Haushalt geschafft hat. Ja, ich verstehe. Ich Ihnen auch. Wieder schauen. Und? Er hat gesagt, meine Argumente hätten ihn voll überzeugt. Dass er dir den Job gibt? Nein, seiner 40-jährigen Tochter.